Hallo liebe Pokéfreunde, OpiTupi hier und ja, ich habe mir ein neues Team ausgedacht, beziehungsweise ein Pokémon ausgetauscht und ich versuche dann zum Schluss mit Ho-Oh zu sweepen, wenn ich mal auf, oh, was ist mit der App wieder los? Ah, jetzt kann ich auf Start drücken, okay. Genau, quasi mit Ho-Oh versuchen zu sweepen. So, Konsulentibo oder so, wie der heißt. Knackrack, Innerführung, okay. Schon mal interessant. Ich glaube, wir machen noch einen und geht dann vielleicht doch mal in Ho-Oh. Er muss so oder so auf den Wutanfall gehen. Aber Ho-Oh steckt das besser weg. Müllmetall, interessant. Ja, ist in Ordnung. Er outspeedet mich so oder so. Er outspeedet mich sowieso. Von daher vollkommen. Okay. Ja, ein Steinhagel kann ich hier ruhig fressen. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, ich glaube, ich werde vielleicht noch einen zweiten fressen. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, vielleicht schill ich doch einmal. Na, normalerweise hätte ich den ersten schillen sollen. Wüstlokan. Wüstlokan. Jetzt müsste ich ein Schild kriegen. Oder auch nicht, okay. Okay, interessant. Oh. Okay, wir kommen noch zur Steinkante, das ist sehr gut. Shit ist da, gut, dann kommen die Jäger rüber. Ja, ich muss hier schilden. Bitte kein Boost, bitte kein Boost. Danke. So. Eisenschädel 1. Antikraft müsste ich noch überleben. Ich hoffe, er geht auf Antikraft. Ja, überlebe ich. Genau. Sehr schön. Das müsste ich jetzt auch noch überleben. Perfekt. Oh, Dialga zum Schluss. Okay, Dialga ist zum Schluss hier gesweept. Ah, Knackrack sehe ich auch im Moment nicht so oft. Aber den Kampf konnten wir zum Glück für uns entscheiden. Okay, den Wutanfall haben wir auch perfekt abgefangen. Ja, aber genau genommen hätte ich den ersten Steinhagel schälen müssen. In Army DR. Okay, das Vieh hasse ich in der Führung. Ich glaube, das spiele ich einfach aus. Ich hoffe einfach, dass er keinen lieben Kai hat. Okay, er schildert immerhin. Jo.
Rauswechseln bringt nichts, er hat eh einen Dialga-Konter. Hier ist er einmal geschwächt. Ich hoffe, er hat einfach kein Ho-Oh hinten. Ich meine, ne? Ach, komm. Natürlich fängt er genau das rechtzeitig ab. Aber alles gut. Ich gehe hier jetzt mit Ho-Oh rein. Ich wollte gerade sagen, mit OO. Werde einmal schön und runterfahren. Ja, Luftschuss würde ich gerne schön. Genau. Ah, lohnt sich's einmal noch. Ja, wir gehen auf Sturzflug. Gut, dass wir noch einmal ausgeholt haben. Wir gehen nochmal auf Sturzflug. Okay, er ist weg. Perfekt, rüber. Oh, das Vieh ist so nervig. Das Problem ist, er braucht nur zwei Steinhagel. Komm, hol aus. Ich hoffe, das reicht. Komm, das ist ein Einäschern. Komm. Ach, jetzt kommt der Eissturm. Aber es reicht trotzdem. Okay, Gott sei Dank. Es hat trotzdem gereicht. Sehr schön. Okay, das war ein extrem schwitziger Kampf gerade. Gut, dass ich mit Ho-Oh auf zweimal Sturzflug gegangen bin gegen Palkia. Ja, das andere Vieh ist schon extrem nervend, ne? So, Conwhite Walk. Okay, Relaxo. Ja, Relaxo wäre damals eindeutiger gewesen. Glaube, hier werde ich wieder in Ho-Oh gleich raus müssen. Will noch einmal Energie holen und raus da. Hier werde ich nichts schinden. Kann auch ein Wutanfall kommen, das macht nichts mehr. Ja, Body Slam. Lugia ist sogar gut. Hier kann ich auf Läuterfeuer gehen. Das wird 100 pro Himmelsjäger sein. Oder? Das wird noch kein Luftschuss sein. Genau. Okay, Schild ist gut. Gut, dann gehe ich hier in die Alga. Schilder einmal. Wenn Relaxo kommt, machen hier Eisenschädel.
So. Dann hüpfen wir wieder in die Beterus. Genau deswegen. Genau deswegen. Wir schwächen ihn gleich immer zweimal ab. Ja, hier brauche ich einen Schilden. Hier kann auch ruhig Ursprungsburge kommen. Macht nicht mehr viel. Und drüben muss ich gleich jetzt einmal schilden. Ah, das wird ein Body Slam Köder sein wahrscheinlich, oder? Ja. Komm schon. Einen Schädel haben wir gleich. Und Relaxus weg. Perfekt. Positives Set. Positives Set. Ja, mittlerweile geht hier der Plan auf. Warum der Gegner nicht in Ho-Oh gegangen ist, verstehe ich jetzt. In Kyogre nicht gegangen ist, verstehe ich zwar immer noch nicht. Lugia wäre schon besser gewesen gegen Demeterus. Also nicht besser als Kyogre, aber Lugia gegen Ho-Oh, naja. Naja. Aber wir sind positiv. Und das ist, was zählt. So. Was erwartet uns jetzt? Ellycrank 0605 kommt. Oh. Ja, Palkia in der Führung ist schwierig. So, einmal hole ich jetzt noch aus. Rüber. Ja, aber das die. Ja, das sollte in Ordnung gehen alles. Hier schütte ich nichts. Ich werde dann mit Ho-Oh runterfahren. So, vielleicht kriege ich ein Schild. Das wäre cool. Nein, kriege ich nicht. Na, ja, das wird schwierig. Okay, Flammenwurf. Das wird nicht so schwierig. Rüber. Ja, ich fresse hier zwar einen Psychobeißer, das ist egal. Ja, natürlich kriege ich die Senkung. Rüber. Ich muss jetzt anfangen zu schilden. Oh. Schwierig. Aber nee, das ist machbar, machbar. Ich muss hier nur schilden, schilden, schilden. Ja, ich muss schön. Und er braucht so oder so Steinkante. Komm, setz ein, Junge. Oh, das wird jetzt trotzdem enge, ne? Klar, Steinkarte besiegt jetzt. Nein! Oh, er hat den Wüstenorkan schon. Schade. Oder ist das die nächste Steinkante? Nee, schon die nächste Steinkante sogar.
Okay, dann hätte ich eher einsetzen müssen, aber schwierig, weil eine Drachenwut hätte mich jetzt drüben besiegt. Okay, aber ist halt so. Palkia-Führung schwierig. Ah, hätte mein Demeteros ein bisschen mehr Leben gehabt, hätte man das gewinnen können. Oder ich hätte gleichzeitig Steinkante drücken müssen. Und hoffen, dass ich den CMP gewinne. So, Demeteros gegen Dialga. Okay, ich bin in Führung. Ho-Oh hat auch Bock gegen. Ich muss aufpassen, wegen Abfangen. Okay. Ich werde hier auch ein Schild reinstecken. Eisenschädel, ja. Ich fahre jetzt runter gemütlich. Mal gucken, was reinkommt. Habe ich mich schon gedacht? Ja, ich muss mich runterfahren lassen. Und jetzt kommt die Steinkante. Die macht ein bisschen mehr Schaden pro Energie. Ach, die wird geschildert, okay. Aber halb so wild. Halb so wild. Ja, du kannst die Attacke mir gerne hier drücken. Ursprungsvogel, ja. Okay. Kyogre ist schon mal weg, sehr schön. Ah, vielleicht rechnet er mit Draco. Also sollten wir auf jeden Fall gewinnen den Kampf. Schild ist da, wir gehen rüber, wir haben Eisenschilde gespeichert. Ja, Gegner weiß es. Der Gegner weiß, dass er jetzt verloren hat. Okay, mit der Team-Zusammenstellung komme ich gut klar. Aber ich muss mich auch erstmal wieder hocharbeiten. Ich habe ja Punkte verloren. So, heute gibt es aber auch nur ein Set, weil ich gleich zur Arbeit muss. Aber vielleicht ist auch mal nur ein Set schön für euch. Ich werde sowieso mal eine Abstimmung machen, ob ihr ein Set wollt oder zwei Sets wollt. Hintereinander. Aber jetzt sind wieder über 2. Ach, das ist schön. Das ist schön. Mal gucken, wie das Team jetzt die Tage läuft. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.